Wenn Sie an Bayern denken, was kommt Ihnen in den Sinn? Bierdümpelnde, parolenschwingende Lederhosenträger oder smarte Laptop-Jungs aus DAX-Konzernen? Und Berlin? Kriminelle Clans und schlechte Bürokratie oder hippe Start-ups und kosmopolitische Bartträger? Schwachsinn, oder? Natürlich weiß jeder, dass es weder in Bayern noch in Berlin nur das eine oder das andere gibt. So, aber wie gehen wir denn mit dem Osten um? Sachsen etwa. Was denken Sie? Alles Rechte oder Unverschämtheit, sowas zu behaupten? Hier gibt es kein Problem mit Nazis. Exakt auf diesen beiden Linien spielt sich die Diskussion seit Jahren ab. Alles Nazis, keine Nazis. Mit alles oder nix allerdings kann sich jeder schön zurücklehnen und seine Klischees pflegen. Nur damit ist der Blick verstellt und keiner befasst sich mit dem Problem, das es wirklich gibt. Johannes Jolmes und André Reisin. Seit Wochen rätselt Deutschland über diese Bilder. Offizielles Gedenken für einen selbsterklärten Nazi? Das Foto des verstorbenen Tommy Haller groß auf der Leinwand. Alles mit Billigung des Chemnitzer FC. Der Stadionsprecher kondoliert gar. Wir möchten seine Familie und alle, die Tommy als Mensch schätzen, hiermit unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Keiner protestiert. Dabei war Haller Gründer einer berüchtigten Schlägertruppe, die fast jeder hier kennt. Hunara, Hooligans, Nazis, Rassisten. Öffentliche Solidarität mit einem Nazi. Obwohl man sonst bei anderen Anlässen in Chemnitz, etwa auf Demonstrationen, immer hört, hier gäbe es überhaupt keine Nazis. Es waren ganz normale Menschen, wie Sie, ich und jeder andere. Es waren keine Nazis. Es war sogar ein Rollstuhlfahrer dabei. Das habe ich gesehen. Und wenn du heutzutage die Fresse aufmachst, dann bist du gleich als Nazi abgestempelt und sonstiges, obwohl du einfach nur eine Meinung dazu hast. Nazis in Sachsen. Ist das bloß eine Unterstellung ignoranter Wessis? Wir haben uns in Sachsen umgehört. Bei Menschen, die hier verwurzelt sind und sich gegen Nazis engagieren. Sozialarbeiter Tobias Burdukat aus Grimma ist einer von ihnen. Gerade erst mit einem Preis ausgezeichnet für sein Engagement gegen rechts. Auch das ist Sachsen. Tobias, kommt alle mal ein Stück hier rüber. Doch in seinem Alltag als Jugendsozialarbeiter in Grimma nimmt Burdukat eine andere Normalität wahr. Immer schon sind hier eher die Nazis normal gewesen als der Kampf gegen sie. Jedes Stadtfest, Feuerwehrfest, in jede Disco, alles, was hier stattgefunden hat. Es waren immer Nazis da und es lief immer darauf hinaus, dass du entweder gerannt bist oder wenn du es nicht schnell genug realisiert hast, auf die Fresse gekriegt hast. Das immer. Natürlich sind auch in Grimma nicht alle Nazis. Doch das Problem ist das Wegsehen der anderen, die Verharmlosung. Du kannst hier offen über die Straße laufen und jedem erzählen, du bist Nazi. Es wird dich so gut wie keiner dafür ächten. Das wird nicht passieren, weil das ist in der Wahrnehmung von vielen Leuten nichts Schlimmes. Dass ein öffentliches Bekenntnis zu Nazis manchmal kein Tabu mehr ist, konnte man vor einem halben Jahr in Chemnitz hören. Auf solche Aufmärsche angesprochen, reagieren sächsische Politiker oft gereizt. Es gibt in Sachsen Rechtsextremismus, wie es es auch in Deutschland gibt. Und jeder Rechtsextremist ist einer zu viel. Wir müssen da einen aktiven Kampf führen. Und ich finde, wir sollten uns da nicht gegenseitig Vorurteile oder Unterstellungen machen. Nazis gibt es überall. Aber die anderen sind in der Mehrheit. Ein Glaubenssatz, der auch in fortschrittlichen Kreisen gepflegt wird. Etwa bei einem Konzert gegen Rechts in Chemnitz. Erklärt das Motto, wir sind mehr. Sind diese Menschen in Sachsen wirklich in der Mehrheit? Stefan Konrad hat da gewisse Zweifel. Der gebürtige Sachse leitet einen Jugendclub in Döbeln. Das Konzertmotto Wir sind mehr hält er für ein gefährliches Verkennen der Realität. Was definiert überhaupt dieses Wir? Meint es Demokraten? Dann sind wir numerisch tatsächlich die Mehrheit.
Wenn man es aber unterteilen würde in den Menschen, denen alles egal ist oder die sich da nicht wirklich interessieren, dann würde ich schon sagen, dass die, die krass engagiert sind, in der Minderheit sind in Sachsen. Schon mehrfach wurde sein Projekt angegriffen. Das Auto einer Mitarbeiterin abgebrannt. Konrad ist in Döbeln aufgewachsen, nie weggezogen. Dass die Medien seine Heimat immer wieder mit Rechtsextremismus in Verbindung bringen, für ihn weniger Beleidigung als vielmehr ein Weckruf. Fühlen Sie sich beleidigt, wenn Sie das lesen, oder wie nehmen Sie das wahr? Ich fühle mich nicht beleidigt, aber ich fühle mich auch angesprochen, dass man darauf hinweist, dass es eben auch in Sachsen ganz viele Menschen gibt, die sich für eine offene Gesellschaft engagieren, die sich für Menschen, für Geflüchtete oder nicht rechte Leute einsetzen. Aber ich finde es zum einen auch richtig, dass eben diese Probleme endlich beim Namen genannt werden. Und nicht umsonst konnte sich ein NSU hier in Sachsen verstecken. Nicht umsonst ist die NPD zweimal in den Landtag eingezogen. Und nicht umsonst läuft Pegida ja immer noch wöchentlich in Dresden. Erst weggucken, dann Kritik beleidigt zurückweisen. Pfarrer Andreas Dorn fiel immer wieder auf, wie Bürgermeister bestimmter Orte erst gleichgültig zusahen, wie die Nazis sich in ihrer Stadt ausbreiteten und dann, wenn es brannte, die Medien beschimpften. Ob das Freital ist, ob das Heidenau ist, ob das Dresden ist, man konnte dort überall sozusagen rechtsextrem handeln, wo Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Platz gelassen haben. Pfarrer Dorn findet es falsch, pauschal zu sagen, hier gibt es keine Nazis. Erst wenn man anerkennt, dass nichts normal ist, kann man die Nazis zurückdrängen. Neulich kam eine Studie raus, dass es für Geflüchtete in manchen Teilen von Ostdeutschland 10-mal gefährlicher ist, als in anderen Teilen zu leben. Das heißt, es ist Quatsch, das alte CDU-Sachsen-Argument zu nehmen. Hier ist es wie überall. Das heißt, bei diesem Wir sind mehr muss man immer unterscheiden, von welcher Stadt redet man, von welchen Akteuren redet man. Deshalb ist der Satz, die in Sachsen sind so und so, weder für die Zivilgesellschaft richtig, noch für die für rechtsextreme Strukturen richtig. Wer pauschal Sachsen als Nazis bezeichnet, will nur verunglimpfen. Genauso trügerisch ist aber das immer gleiche Mantra, hier sei alles normal. An vielen Orten sind Rechtsradikale nämlich normaler, als es die Demokraten wahrhaben wollen.